80 Gigabit überträgt USB demnächst. Das sind sage und schreibe 10 Gigabyte pro Sekunde. Mehr als die aktuell schnellsten SSDs überhaupt schaffen. I'm fast as fuck, boy. Wie der Standard heißt, USB 4 Version 2.0. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, das müsste doch USB 4.80 heißen oder irgendwas mit Gen. Nein. Das heißt wirklich USB 4 Version 2.0. Ja, die Leute, die die USB-Standardisierung machen, scheinen Freude daran zu haben, alle komplett zu verwirren. Ich zumindest habe die Namensgebung von USB-Standards irgendwann absolut nicht mehr verstanden. Und deshalb kämpfe ich mich in diesem Video durchs USB-Namenschaos und versuche ein paar grobe, leicht zu merkende Faustregeln zusammenzustellen. Also, falls ihr auch nicht mehr ganz mitkommt, nach diesem Video habt ihr es zumindest grob gecheckt. Versprochen. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Vorab erstmal, ich habe absolut nichts gegen USB, im Gegenteil. Ich halte USB-C für eine der besten physischen Schnittstellen, die die Technikbranche jemals zustande bekommen hat. Thank you, sir. Das Ding kann man reinstecken, wie man will. Die Kontakte sind geschützt, weil innenliegend. Und, das ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, mir persönlich ist noch nicht ein einziges Mal ein USB-C-Kabel kaputt gegangen, obwohl ich davon Dutzende besitze. Mit Lightning und vor allem Micro-USB hatte ich dagegen schon sehr häufig Probleme. Was USB aber absolut nicht hinbekommt, ist die Namensgebung. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die USB entwickeln und standardisieren, eine Wette laufen haben. Wie verwirrt man die Kundschaft am effektivsten? Neben USB 1.x und 2.x sind zurzeit aktuell USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, USB 4 Gen 2x1, USB 4 Gen 2x2, USB 4 Gen 3x1, USB 4 Gen 3x2. Ja, und jetzt dann halt noch USB 4 Version 2.0. Also nicht mehr Gen, sondern Version. Ja, ist klar. Und obwohl es so viele unterschiedliche Namen gibt, reichen die Bezeichnungen trotzdem nicht aus, um hundertprozentig zu wissen, welche Funktionen die Geräte nun beherrschen. Wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch und das wird gar nicht schlimm. Keine Angst. Come here, my little friend. Don't be afraid. Also, erstmal die einfachen Sachen. USB 1 oder USB 1.x, das wurde 1996 übrigens eingeführt, hat einfach zwei Modi. Einen langsamen und einen schnellen. Also schnell. Nämlich Low Speed und Full Speed. Low Speed macht 1,5 Megabit die Sekunde und ist zum Beispiel für Tastaturen und sowas ausgelegt. Dafür reicht das auch heute noch dicke. Full Speed kann 12 Mbit die Sekunde und das ist natürlich für Datenträger und solche Dinge nicht mehr zeitgemäß. USB 2 oder 2.x schafft da schon 480 Mbit die Sekunde. Das entspricht in der Praxis ungefähr 40 Megabyte pro Sekunde. So, und das ist auch der Notfallmodus, den alle moderneren USB-Standards immer schaffen, wenn es irgendwo hakt. Also das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner. Dabei ist noch eine Sache wichtig. Ich rede hier nur darüber, was die jeweilige Schnittstelle schafft. Also der Host, die Kabel und Hubs. Viele USB-Geräte reizen diese Möglichkeiten aber gar nicht aus. Also viele billige USB-Sticks und Speicherkarten sind sogar langsamer als 40 Megabyte pro Sekunde. So, jetzt geht's aber in USB-3er-Gefilde. Und da wird's schnell ziemlich seltsam. Der langsamste Modus kann hier 5 Gigabit die Sekunde und der hieß früher USB 3.0. Danach wurden dann USB 3.1 und USB 3.2 eingeführt. Und nun könnte man denken, dass die natürlich schneller sind, weil neuer und höhere Zahlen. Das stimmt aber gar nicht, denn auch USB 3.1 und USB 3.2 haben einen 5 Gigabit Modus. Das ist sogar der gemeint ist, wenn hinter der Versionsnummer einfach nichts steht. Wenn ihr irgendwo einfach USB 3.2 lest, das sind dann sehr wahrscheinlich nur 5 Gigabyte die Sekunde. Wenn da ein Gen 1 dahinter steht, dann wisst ihr dagegen sicher, dass es nur 5 Gigabit sind. Aber das Gen 1 muss man laut Norm nicht nennen. Das bedeutet in Sachen Geschwindigkeit also, USB 3.0 ist das gleiche wie USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1. 5 Gigabit die Sekunde sind laut unserer Praxistest maximal 450 Megabyte pro Sekunde. Das reicht für magnetische Festplatten völlig aus, die schaffen nicht mal die Hälfte, reizen also 5 Gigabit niemals aus. Aber bei SSDs will man natürlich gerne mehr haben, zum Beispiel 10 Gigabit pro Sekunde. Und die kriegt ihr, wenn ihr irgendwo Gen 2 lest. Also hinter USB 3.1 oder 3.2 dieses
Gen 2 auftaucht. Das sind immer 10 Gigabit pro Sekunde. Wenn ihr dagegen USB 3.2 Gen 2x2 seht, das sind dann 20 Gigabit pro Sekunde. Genauso wie USB 4 2x2 oder USB 4 3x1. Glücklicherweise gibt es die sogenannten Marketingnamen. Da steht dann einfach die Gigabitzahl drin. Also zum Beispiel USB 4 20 Gigabit oder USB 4 40 Gigabit. Ja, und nur bei 80 Gigabit hat man jetzt gedacht, nee, das ist zu logisch, das einfach USB 4 80 zu nennen. Lass das mal USB 4 Version 2.0 taufen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wenn entweder Gen 1 oder gar nichts hinter USB 3.x steht, dann könnt ihr 5 Gigabit erwarten. Wenn da Gen 2 steht, sind es 10 bei 2x2, USB 4 3x1 oder USB 4 20, dann 20 Gigabit pro Sekunde. Jetzt denken ja viele Leute, dass der USB-C-Standard was mit USB 3 zu tun hat. Nein, leider gar nicht. USB-C ist eine eigene Spezifikation und setzt nur mindestens USB 2.0 voraus, also 480 Mbit. Aber andersrum gilt, ab USB 3.2 Gen 2x2, also ab 20 Gigabit die Sekunde, muss man zwingend USB-C verwenden. Die geringeren Geschwindigkeiten gibt es auch alle mit USB-A. Ja, wir haben jetzt nur über die Übertragungsraten gesprochen, aber USB hat ja auch noch andere Funktionen. Zum Beispiel kann es seit USB 3.x optional auch eine DisplayPort-Verbindung ersetzen, also Bildschirme ansteuern. Außerdem kann es über den Standard Power Delivery elektrische Leistung von bis zu 240 Watt übertragen. Diese Funktion kann man dummerweise nicht aus der reinen USB-Bezeichnung ableiten. Dazu benötigt man zusätzliche Logos auf der Buchse. Und leider fehlen diese Logos auf vielen Geräten. Falls ihr Logos seht, hier mal eine kurze Erklärung. Das Doppel-S bezeichnet Superspeed und die Zahl dahinter gibt den Gigabit-Wert an. Ist das Doppel-S-Logo schwarz auf weiß geschrieben, gibt es höchstwahrscheinlich kein Power Delivery. Prangt das Doppel-S in weiß auf schwarz auf einem Batteriesymbol, dann gibt es Power Delivery. Ja, und wenn dann dahinter noch dieses DP-Symbol zu sehen ist, dann lässt sich ein Display ansteuern über DisplayPort. Also mindestens eins. Deutlich weniger verwirrend ist Thunderbolt, das zwar von Intel mitentwickelt wurde, aber vor allem in der Apple-Welt populär ist. Wenn auf Geräten oder Kabeln Thunderbolt 4 steht, dann weiß man klipp und klar, dass die Sachen mindestens eine Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gigabit die Sekunde beherrschen, entweder zwei 4K-Videosignale oder ein 8K-Videosignal übertragen können und Aufladen mit Power Delivery beherrschen. Ja, und obwohl man mit USB 4 all das auch erreichen könnte, sind 40 GB bei USB 4 nur optional. Ebenso wie DisplayPort mit 2x4K. Sicher sein kann man sich bei der Angabe USB 4 nur, dass das Gerät mindestens 20 GB Datenrate schafft und den Anschluss eines Displays mit DisplayPort unterstützt. Für mehr Details muss man in die Datenblätter schauen, was einfach echt nervt. Mein Fazit. USB kann theoretisch super tolle Sachen. Aber um auch sicherzustellen, dass alle USB-Geräte, Kabel, Hubs genau das tun, was man von ihnen will, das erfordert immer noch Recherche. Die Vorgaben der Spezifikation sind einfach viel zu lasch. Wir würden uns freuen, wenn das USB Implementers Forum, die machen den Standard, sich die ja wirklich überall zu hörende Kritik zu Herzen nehmen würde und in Zukunft bindendere Vorgaben macht. Das wäre doch einfach wirklich schön, oder? Wenn ihr das anders seht, gerne kommentieren hier unten. Tschüss.